Das Lifetime-Risiko einer Frau an einem Eierstockkrebs zu erkranken ist 1 zu 70. Das heißt, etwa jede 70. Frau wird in ihrem Leben an einem Eierstockkrebs erkranken. Das typische Alter ist nach der Menopause, das heißt nach der Abänderung. Aber es können auch junge Frauen an dieser Erkrankung erkranken. Dann sind es häufig familiäre Erkrankungen, das heißt Mutationen in Genen wie BRCA1 oder BRCA2 können eine Rolle spielen. Wenn man so eine genetische Mutation hat, ist das Risiko erhöht, eine Eierstockkrebserkrankung zu bekommen, bis zu 60%. Es gibt aber auch Risikofaktoren, die wir bei Eierstockkrebs kennen. Das wäre zum Beispiel das Alter. Ältere Patientinnen bekommen das, Patientinnen, die sehr spät gebären. Es gibt auch Patientinnen, die eine frühe Menarche, also eine frühe Regelblutung haben, haben ein erhöhtes Risiko. Die Symptome, die bei mir aufgetreten sind, die kamen ganz plötzlich, wie angerührt. Also ich war bei der Arbeit an einem normalen Tag, hatte ein sehr starkes Brennen im Unterleib auf der linken Seite. Ein Schmerz, den ich noch nie vorher empfunden habe. Und dann habe ich gespürt, dass da etwas nicht in Ordnung ist. Ich hatte dann an diesem Tag weitergearbeitet, trotz Schmerzen, und ging daraufhin 2 Wochen später zu meinem Frauenarzt. Der hatte dann eine Entzündung im Blut festgestellt und mir entzündungshemmende Tabletten gegeben. Dadurch hatte ich keine Schmerzen mehr und er hat mich wieder zu ihm bestellt und darauf wurde eine Untersuchung vorgenommen und einen zystischen Befund festgestellt. Und dann war für mich klar, dass ich eine OP vornehmen musste in der nächsten Zeit. Die Diagnose der Eierstockkrebserkrankung ist meistens eben relativ schwierig, aber wir haben 3 Möglichkeiten, eine Eierstockkrebserkrankung zu diagnostizieren und alle 3 müssen zusammenpassen und zusammenspielen. Wir haben zum einen die Symptome der Patientin, wie eben zum Beispiel Bauchwasser, was vorhanden sein kann. Dann haben wir die Ultraschalluntersuchung der Patientin, die uns zeigt, ob an den Eierstöcken eine Veränderung vorliegt oder nicht. Und zum dritten haben wir eine Blutuntersuchung, die sogenannten Tumormarker, die wir bestimmen können für die Eierstockkrebserkrankung. Und wenn diese zusätzlich auch erhöht sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, respektive ist es dann eigentlich sicher, dass eine Eierstockkrebserkrankung vorliegt. Der Zeitpunkt der Diagnose einer Eierstockkrebserkrankung ist wie bei allen Krebserkrankungen, desto früher, desto besser. Desto besser ist die Überlebenswahrscheinlichkeit der Patientin und desto weniger Therapie muss man machen. An erster Stelle der Therapiemöglichkeiten steht die Operation. Die Patienten sollten ein komplettes Debulking erhalten. Das bedeutet, dass die Eierstöcke entfernt werden, die Gebärmutter und ein Teil des Bauchfells. Dann anhand dieser Diagnose, die man dann stellt, je nach Stadium, wird eine weitere Therapie, eine Chemotherapie in der Regel empfohlen. Man hat eben gesehen, wenn man die Patienten mit Operation und Chemotherapie behandelt, dann ist das Überleben länger. Und der krankheitsfreie Verlauf ist länger. Die Prognose ist dann aber sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, wie ausgedehnt diese Erkrankung ist. Wie gesagt, hatte ich ja die große Operation hinter mir und die liegt jetzt 2 Wochen zurück. Ich fühle mich langsam wieder bei guten Kräften. Jeden Tag kommt die Kraft ein bisschen mehr zurück und jeden Tag spüre ich die Energie in meinem Körper, dass ich wieder stärker werde, dass ich wieder lebensfreudiger werde. Es kommt langsam, aber es kommt. Und darauf baue ich auf und darum nehme ich jetzt die Chemotherapie gut in Angriff. Also ich habe ein gutes Gefühl und ich denke, ich werde das gut verkraften können. Vor kurzer Zeit hat man mit einer ganz neuen Substanz, nämlich einem Hemmer der Gefäßneubildung, hat man einen Fortschritt erreicht, und zwar einen Fortschritt in dem Sinn, dass man, wenn man diese Substanz der Kombinationschemotherapie hinzufügt, hat man eine Verlängerung des krankheitsfreien Überlebens erreicht, was eine Verbesserung der Lebensqualität für die Patientin bedeutet. Also es war für mich am Anfang recht schwierig, aber ich habe mich mit der Krankheit befasst. Und ich habe meine Familie, die mich unterstützt, meine Kinder und mein Mann. Also die Familie ist für mich alles. Und meine besten Freunde, die helfen mir, die rufen mich an, die wollen mir beiseite stehen. Und das gibt mir unheimlich viel Kraft, viel Energie. Und wenn ich Mut schöpfen kann,
und Kraft schöpfen kann von meinen liebsten Menschen um mich herum. Und dann kommt das alles gut. Und die Einstellung macht vieles aus. Ich denke, das ist sehr wichtig.